Im Anschluss an die Partie des 12. Spieltags der Easy Credit BBL zwischen Ludwigsburg und Bayreuth, Endstand 89-84, darf ich Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz nach Spielschluss begrüßen. Das Ganze zum 4. Mal vor ausverkauftem Haus, 4040 Zuschauer heute erneut in der MRB Arena. An meinen Seiten Gästecoach Raoul Korner und Riesenheadcoach John Patrick. Mit beiden werden wir über das Spiel reden. Zuerst natürlich mit dem Gästecoach. Herr Korner, Ihr Statement zum Spiel. Ja, zunächst herzlichen Glückwunsch nochmal John und seine Mannschaft zum hart umkämpften, aber letztendlich mit Sicherheit auch verdienten Sieg heute. Ich denke, dass wir über 40 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe gesehen haben. Wir haben uns einige Dinge vorgenommen, von denen wir die meisten umsetzen konnten, nicht ganz alle. Man muss aber der unglaublichen Qualität von Ludwigsburg wirklich Respekt zollen. Jetzt halten wir den Topscorer auf 0 Punkte und dann kommt Smith um die Ecke und knallt uns 22 rein. Das zeigt, was hier für enormes Potenzial in der Mannschaft steckt und wo es ganz schwierig ist, wirklich jeden Spieler auszuschalten oder zu kontrollieren. Wie gesagt, ich fand, dass meine Burschen extrem hart gekämpft haben. Wir hatten die Chance. Am Ende hatte Ludwigsburg die Clutch-Plays, die wir nicht so umgesetzt, nicht so gemacht haben. Und daher hat Ludwigsburg gewonnen. An dieser Stelle an alle Fans, die, glaube ich, heute auf ihre Rechnung gekommen sind, auch von beiden Seiten, ein schönes Weihnachtsfest, in der Hoffnung, dass die mehr Weihnachten haben als wir und hier ein bisschen zur Ruhe kommen können vor Weihnachten. Tschüss. Danke. John, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche von Raoul. Der Kompliment an Bayreuth. Die haben einen super Gameplan gehabt. Die haben uns unter dem Korb mit Andy Seifert und dann auch mit Travis uns wehgetan. Ganz einfache Punkte, viele Three-Point-Plays. Wir haben 30 Punkte erlaubt in der ersten Viertel. Wir sind zurückgekommen im zweiten Viertel, haben sehr gut Defense für 7 Minuten in der zweiten Viertel gespielt, aber eine Disziplin in der Verteidigung. Wir haben viel zu viel unnötige Fouls gehabt und am Ende des Spiels, es war eine Achterbahnfahrt, wir hatten einen 12-0 Lauf. Bayreuth hat einen 12-0 Lauf und dann haben beide Mannschaften schwierige Dreier getroffen, Jalen und dann einer auf dem Brett für Bayreuth. Viel, viel Drama und ein glückliches Ende für uns. Aber Kompliment an die Fans, an unsere Mannschaft und auch an Bayreuth für ein sehr, sehr spannendes Spiel und Merry Christmas zusammen hier. Es gibt Fragen. Frage an Raoul Korner. Ist Ludwigsburg nach Ihren Eindrücken heute, Sie können natürlich nicht jedes Spiel sehen, Sie sind auf sich konzentriert, das ist ja auch richtig, aber ist Ludwigsburg vom Spiel heute gesehen ein Spitzenteam? Oder steht man zu Unrecht da oben? Nein, man steht nicht zu Unrecht da oben. Auch wenn es mit Sicherheit ein Vorteil ist, gerade für die Spielweise von Ludwigsburg nicht international zu spielen, das denke ich schon, weil sie dadurch immer wieder die Energie Woche für Woche aufs Feld bringen können, sich ein bisschen länger vorbereiten können. Ich glaube, dass diese lange Pause, die sie jetzt gehabt haben, sogar eher ein Nachteil war für Ludwigsburg, zumindest kurzfristig für das Spiel heute. Langfristig wird es ihnen entgegenkommen, weil sie jetzt eine Pause hatten, die die anderen Teams irgendwann einmal dringend brauchen werden. Ludwigsburg ist schon ein Top-Team. Ich glaube auch, dass sie jetzt einen ganz guten Move gemacht haben, noch einen zusätzlichen Inside-Spieler für alle Fälle zu bringen. Trotzdem möchte ich nicht in Johns Haut stecken, dann irgendwann muss er herausstellen. Und das ist angesichts der hohen Qualität der Spieler sicher keine leichte Auswahl, aber das ist ja auch sein Problem und nicht meins. Da bin ich da recht froh. Nein, ich glaube, dass Ludwigsburg zu Recht oben steht. Die Liga wird letztendlich auf den Außenpositionen entschieden und da verfügt Ludwigsburg über extrem viel Talent. Sie haben eine ganz klare Philosophie sowieso, aber ein klares Gesicht. Und daher denke ich, dass sie fast alles, was ein Top-Team braucht, im Endeffekt haben. Weitere Fragen?
Ja, John, Frau Korn hat es gerade schon gesagt, der Topscorer war heute bei 0 Punkten. Er hat trotzdem sehr lange Spielzeit bekommen. Ist das welche Rolle spielt Carrington, auch wenn er jetzt nicht unbedingt trifft wie in diesem Spiel? So, Rowe hat es schon gesagt, aber dass wir 5-6 Tage frei hatten, war vielleicht nicht das Beste für Kadeen, seine Freundin. Er hat graduated. Abschlussfeier gehabt letzte Woche und wir haben ihn erlaubt, nach Hause zu gehen. Ist es aber an der anderen Seite super, wenn der Topscorer 0 Punkte macht und man es findet, einen Weg zu gewinnen. Und ich muss ein Kompliment an Konsti Klein. Er war unser Top-Rebounder, hat 3 Assists, kein Turnover. Und ich glaube, auch wenn Kadeen nicht sein bestes Spiel hatte, er hatte nur ein Turnover und das war ein Schlüssel, dass wir wieder unter 10 Turnovers waren in so ein intensives Spiel. Nachdem Raoul Korner dich geadelt hat, dass du ein Spitzenteam bist, ist es eine der Ludwigsburger Stärken, Carrington heute 0 Punkte, die Unberechenbarkeit, auch in der Crunch-Time, dass man dann solche Spiele gewinnt. Wenn man kein Spitzenteam wäre, würde man solche Spiele verlieren. Ja, es war viel Glück dabei. Heute hat einer der besten Spiele von Bayreuth gefehlt, oder zwei. Der Brunsma konnte nicht spielen, er ist einige Wochen verletzt und Meissner hat auch nicht gespielt. Die haben improvisiert und haben Linhardt und Lucky Jones auf der 4 gespielt, aber beide Power Forwards haben gefehlt. Und für uns hat Wimbush auf der 4 einer seiner solidsten Spiele gehabt, auch wenn er jetzt zweimal der 3-Point-Shooter gefallen hat, war Wimbush ganz wichtig in der Endphase. Noch hätte ich immer die Frage wiederholen: Wo siehst du im Moment die Stärken von den Riesen? Ich meine, ihr habt 4 Verlustpunkte seit erster Bayern-Verfolger. Wo siehst du die Stärken? Also in der Crunch-Time zum Beispiel seht ihr meistens gut aus, glücklich aus. Glück muss man natürlich auch haben. Aber wo siehst du die Stärken im Moment? Ich glaube, für jede Mannschaft, die auf Guards orientiert sind, wir haben mehr oder weniger 5 Guards, man kann 6 sagen, als Amerikaner, ausländische Guards. Und wir haben eine Balance, dass wenn wir gepresst sind, Kadeen muss nicht den Ball bringen, Konsti muss nicht den Ball bringen, unsere 3er oder 4er, Marcus Knight oder Wimbush, kann auch den Ball bringen. Das hilft uns, aber als stark ist es auch ein Schwachpunkt, weil heute, man könnte es auch sehen, unter dem Korb hatten wir Probleme mit Rebounds. Bayreuth hat viele Offensiv-Rebounds geholt und Bayreuth hat auch sehr gut diese Vorteile unter dem Korb genutzt gegen uns mit Seifert und Reed Travis für ein paar Minuten auch. Gibt es darüber hinaus noch Fragen? Das ist nicht der Fall, dann machen wir das Trio der Weihnachtswünsche komplett. Ihnen allen schöne Feiertage. Bis zum Frankfurt-Spiel. Ihnen natürlich eine gute Heimfahrt und viel Erfolg.